Weltweit sind 45% der E-Mails Spam-Mails und diese sind natürlich besonders nervig im Posteingang. Mit Thunderbird lassen sich diese Spam- bzw. Junk-Mails allerdings auch automatisch löschen. Das ist allerdings nicht standardmäßig eingestellt. Wie du die Konfiguration ändern kannst, das erfährst du aber in diesem Video. Dafür befinde ich mich hier in Thunderbird und du musst zunächst einmal oben die Menüleiste aktivieren. Mache dafür einen Rechtsklick und achte darauf, dass der Haken bei Menüleiste aktiviert ist. Gehe jetzt auf Extras und Einstellungen. Hier in den Einstellungen wechselst du auf den Reiter Datenschutz und Sicherheit. Nun musst du nur noch herunterscrollen, bis du zu Junk kommst und kannst hier den Haken setzen bei, wenn Nachrichten manuell als Junk markiert werden, dann lösche diese Nachrichten. Das betrifft dann die manuelle Auswahl, die Änderungen sind direkt gespeichert, wenn du dieses Fenster hier wieder schließt. Im zweiten Schritt musst du die Junk-Einstellungen nun jedoch noch für jedes einzelne E-Mail-Postfach, welches du in Thunderbird importiert hast, einstellen. Klicke dafür erneut auf Extras und wähle die Konteneinstellungen. Hier kannst du nun je nach E-Mail-Konto auf den Junk-Filter wechseln und hier ein Stückchen weiter unten bei Speicherplatz den Haken setzen bei Neue Junk-Nachrichten verschieben in und nun kannst du einen Ordner auswählen, in den das Ganze verschoben wird und du kannst auch sagen, dass die Junk-Nachrichten nach einem gewissen Zeitraum, beispielsweise aber auch schon nach einem Tag, gelöscht werden sollen. Auch diese Änderungen sind dann direkt gespeichert und so wird dein Junk nun immer automatisch verwaltet. Du siehst also, das Ganze ist super einfach und weitere kompakte Tutorials, die findest du hier im Tutorial Center. Deswegen abonniere gerne den Kanal.